Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, ich habe mich mal versucht schlau zu machen bezüglich der Rüstungen, ab wann man die kriegen könnte, wo man die kriegen könnte und so die besseren. Und nichts gefunden bisher. Okay, ich habe jetzt mir auch nur ein paar Minuten Zeit gelassen. Hab das dann jetzt auch nicht mehr so wichtig, dann würde ich eher sagen, wir gehen nochmal zur Bank. Wo ist denn die nochmal? Da hinten. Und klappern vielleicht mal die ganzen Waffenläden ab oder so. Und Rüstungsläden, weil die ja immer im Grunde das Gleiche verkaufen. Und vielleicht ist da auch schon mal irgendjemand da. Aber wir brauchen jetzt mindestens Mithril. Oder besser. Um gegen diesen einen steinernen Gegner da mal anzutreten. So. Banking, Deposit. Ich würde sagen, nee. Withdraw. Withdraw, sagen wir mal, wir holen uns mal 30.000 aus unserem Konto in unsere eigene Tasche und gehen nochmal die ganzen Läden ab. Falsche Tür. Hier, den hier zum Beispiel. Waren wir schon, glaube ich, aber kann sein, dass sich hier vielleicht was geändert hat am Sortiment. Nein, eigentlich nicht. Ich würde schon gerne jetzt ein bisschen bessere Waffen kaufen können. Oder, na, zumindest Mithril-Schwert. Dwarven ist jetzt eigentlich zu schwach, muss ich sagen. Ja, hier kommen wir nicht durch, müssen wir so rum. Dann schauen wir mal, wo haben wir noch mehr solcher Läden. Den hier haben wir noch gar nicht angesehen, glaube ich. Und die hier hinten auch gar nicht. Equipment Store und Vintage Smith haben wir da oben. Und noch ein Equipment Store. Gut, gehen wir noch mal kurz nach Norden. In der Hoffnung, dass der was hat, was wir gebrauchen können. Ich bin schon zu weit. Da ist er. Hier ist die Tür. Ja, okay. Ein bisschen im Westen war ja auch noch ein Laden. Genau hier und hier, zwei Läden sogar, den da hinten. Ne, der hat sowas ja nicht. Dann muss es hier sein. Der da. Ne, ist anderer Laden, okay. Aber der hat doch auch bestimmt Werte auf jeden Fall. Ja. Retail Store, gucken wir uns den mal an. Ich weiß, ich bin zwar jetzt ein bisschen am Rennen, aber ich wollte mir jetzt wirklich... Ah, ist wieder so ein Store. Bestimmt hat er aber auch eine bessere Waffe. Champion Straps. Sind das Dwarven Daikatana? Zweihänder. Fancy Armbands.
Straps, okay. Der hat nichts. Dann Hackshop hier, den da. Und den da nochmal, also Osten. So. Schnell darüber. Ah, von hier kommen wir nicht weiter. Dann hier lang. Das klingt super. So, da haben wir den nächsten Laden. Ah. Obwohl, wir gucken mal, ob der vielleicht was in der Richtung hat. Ah, okay, die hätten auch Rüstungen. Zwar selten, also wenig. Plus 6, der hier gibt aber plus 13. Okay, jetzt ist nur die Frage, werden wir das noch hinkriegen, bessere Rüstung zu kriegen oder sowas, oder Waffen? Oder müssen wir wirklich noch ein paar Quests machen? Bei der Dunklen Bruderschaft habe ich bisher noch nicht mitbekommen, dass wir da Rüstung kriegen können, irgendwo. Vielleicht müssen wir doch ein paar Quests für die Drachengarde machen. Jein. Okay. Okay, dann machen wir mal wieder was für die Drachengarde. Da kriegen wir wenigstens Rüstung. Wo sind sie denn? Knights of the Dragon, jetzt hier nach Norden. Ich hoffe, wir zählen immer noch als Mitglied für die. For meritorious service and unswearing loyalty to the Isles of the Knights of the Dragon, you have been awarded the title of commander within the order. As a symbol of your fellow knight's estimation, we have elected to present you with a new piece of armor. You also have access to the ships reserved for your order, our order. So you need never again have to pay for passage across the bay. I offer you my personal congratulations, Commander Maxdius II. Was? Was kriegen wir? I have a fine piece of armor for you. Oh, Adamantium Graves. Oh. Okay, warte mal. Was nehmen wir? Adamantium Kyras. Adamantium Graves. Ich würde sagen, da, die geben alle plus 15. Dann nehmen wir das. You cannot carry any more stuff. 1,25. Oha, so kriegen wir noch mehr, wenn wir nochmal so wiederkommen. Okay, warte, dann können wir unser Geld erst einmal wieder zur Bank bringen und holen das nachher wieder. Wo ist denn die nächste Bank? Boah, ich hätte gerne aber lieber von dem jetzt eine Waffe aus Adamantium oder so. Vor allem Adamantium ist aber ganz schön schwarz. Ich dachte, das wäre eben erst, was so schwarz wäre. So, da haben wir die Bank. Dann tun wir alles da rein. So, Banking, Deposit. 3, 7, 5, 2, 8.
Alles rein, wir sind bei 106.000. Wir könnten uns auch schon mittlerweile ein eigenes Schiff kaufen. Dann holen wir uns jetzt noch mal von dem Stück Rüstung, Ausrüstung. Boah, und vielleicht können wir ab jetzt, wenn wir zu ihm gehen. Was nehmen wir? Also manchen Graves. Das gibt alles plus 15, aber das gibt plus 13. Komm, wir nehmen das. Wie sehen wir jetzt aus? Steel Graves können wir auch schon dann langsam verkaufen. Jo, wir machen erstmal hier weiter. So, hier holen wir... let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment. So, killing a giant, the exorcism. I am Enden Yomsky, one of the local nobles, Lysivura Guilford, has just gotten the deed to an abandoned piece of property. Too late, she found out it is haunted. Someone needs to go out and banish the ghost that haunts it. Are you willing to take up this quest? Natürlich. Wants to begin rebuilding within 72 days. 27 days. Yeah. She has the deed to ruins of the Wicking Farmstead, where you'll find the spirit. The Wicking Farmstead. Okay, dahin müssen wir einen Geist töten. Machen wir erstmal dann Safe Game hier. Und Wicking Farmstead. The Wicking Farmstead. So, da hinten. Ja. Alles klar. Da müssen wir rein. Sind wir hier richtig überhaupt? Runes of the Wicking Farmstead. Ruins of the Wicking Farmstead. Ganz woanders. Ich wäre jetzt wahrscheinlich da reingegangen und hätte alle abgeschlachtet. Weil ich gedacht hatte, das wäre die Quest. So, da ist der Eingang, okay. So. Rein? Ja, komm. Und jetzt hier auf die 2 ein Safe Game machen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Adamantium zu finden oder so. Yo. Eisadronachen, okay. Wenigstens können wir die bekämpfen. So, dann noch wahrscheinlich hier runter. So, alles mitnehmen. Das auch nochmal mitnehmen. Machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Dann schauen wir mal, ob wir hier resten können. Ich finde das aber krass, wie bei dem hier alles drumherum am Brennen ist. Kampfmagier ist gestorben. Okay. Hier herrscht Krieg. Jo. Und ein Fleischadronache. Genau. Hier auch nochmal resten. Wir brauchen dringend aber bessere Waffen. So, wo ist
ist denn jetzt eigentlich der Geist? Jo. Okay, ein bisschen können wir gleich noch looten und dann müssen wir wieder zum Wagen. Jo, die werden auch immer stärker. So, warte mal. Wir haben... Was haben wir hier eigentlich an Ausrüstung? Wir haben tatsächlich schon bessere Ausrüstung gefunden gehabt, die wir verkauft hatten. Aus Silber oder so mal hatten wir was gefunden gehabt. Okay, den haben wir erledigt. Der gibt plus 6. Und jetzt kann ich nichts mehr tragen. So, wo sind wir? Jetzt ist die Frage... Okay, wir gehen lieber so zurück. Einmal. Alles ablegen. Ich glaube, hier bin ich jetzt zu weit gegangen. Ja. Und dann hier wieder rein. Und dann hier wahrscheinlich. Genau, hier rein. Und dann wieder hier rum. Hier hin. Genau, das war der Eisatronach. Es sind aber auch sehr viele Atronachen hier. So, dann removen. Hier Silver Graves brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir die Adamantium-Dinger haben. Oh, wir haben auch so wenig Leben. Warte mal, dann machen wir nochmal ein Safe Game. Und den hier. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, okay. Ist im Grunde nur im Kreis gegangen. Boah. Zwei sogar. Fleischatronach und der Zombie. Nice. Keine Ahnung, was der macht, aber der liegt da. Nice, hinterrücks. Exakt 90 Kilo haben wir jetzt auf Tasche. Ah, okay, wir sind hier auch irgendwie im Kreis gegangen. Wir gehen aber trotzdem mal hier hin. Schauen wir mal, wo es... Oder? Ne, den hatten wir gar nicht gelootet. Der ist nicht von uns ermordet worden. Jo. Schreck mich nicht. Ich glaube, ja, da ist der Geist. The ghost has been laid to rest Lydivura Gerford can now rebuild ruins of the Viking farmstead. Okay, Quest erledigt. Safe game. Wohin geht's hier? Noch ein Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Okay. Wir gehen erstmal dahin. Wir wollen ja natürlich alles looten. Sorcerer, nice. Bitte sag mir... Ne, der ist nicht besser als unser. Schade. Ich hatte kurz gehofft, das sei Adamantium. Ganz kurze Hoffnung hatte ich. Jetzt ist die Frage, wo geht's da lang? Hier geht's wie... Ah, hier waren wir schon. Jetzt ist die Frage, wo geht's nochmal
zurück. Und den hatten wir vergessen gehabt. Wenn wir jetzt hier hier lang gehen und dann hier lang, müssten wir gleich irgendwo die Möglichkeit finden, nach oben zu gehen. Oder? Oder doch nicht? Komm, wir gehen einfach mal hier hin. Vielleicht ist hier die Möglichkeit, nach ganz oben zu kommen. Yo. Dankeschön. Können wir nicht mitnehmen. Das heißt, diesen Weg müssen wir gleich noch einmal machen. So, einmal resten. Und nochmal ein Safe Game machen. Hätte ich eigentlich andersrum machen sollen. Dann, wenn wir hier nach oben gehen, müssten wir jetzt genau hier erstmal geradeaus durch. Und dann hier nach oben. Und dann wären wir wieder an der Tür. So. So, können wir noch anderes wegschmeißen? Ja. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes wegschmeißen, sondern einfach nur einlagern. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, hier gibt es nichts. Wenn wir hier jetzt gehen und hier hoch, und dann hier wieder rechts. Da waren wir, okay. Aber da unten noch nicht. Oder? Doch. Aber da ganz unten waren wir noch gar nicht, okay. Dann gehen wir doch nochmal hier lang. Also hier war ja das gute Ding. Und jetzt, wo muss ich hin? Hier ist gleich eine geheime Tür, oder? Jo. Toll. Wow. Haben die sich selber erledigt, oder? Ich kann nicht sehen, wo ich jetzt noch hin muss. Wo noch was fehlt. Da ganz unten, okay. Also hier hin und runter. Hatten wir den schon? Andere Richtung. Also weiter hier. Dann müssten wir gleich irgendwo hinkommen, wo wir noch gar nichts gesehen haben. Ja, zum Beispiel hier waren wir noch gar nicht. So, vielleicht hat man nachher gekillt. Hier gibt es nichts.
Okay. Dann hier gleich die nächste Kurve. Okay, wir gehen zuerst hier rein. Wer hat nichts? Das finde ich schade, dass die nichts haben. Und das war's dann, ne? Haben wir hier alles eigentlich erledigt. Ich bin jetzt etwas enttäuscht, dass das nicht so groß ist. Oder dass da nicht so viel zu finden ist. Aber hätten wir die über Unity das andere genommen gehabt, dann wäre das viel, viel, viel zu groß. Dann wäre das wirklich nur ein Irrgarten. Obwohl es jetzt schon ein ordentlicher Irrgarten ist. Wo man nicht sehen kann, wo ich hingehen muss, um hier wieder rauszukommen. Vielleicht hier lang. Und dann hier runter und dann wieder links. Okay. Dann müsste es hier nach oben gehen. So, dann sind wir schon mal hier. Genau, dann geradeaus. Und dann hier hin. Dann hätten wir schon den Ausgang. Und auf zurück nach Daggerfall. Obwohl, warte. Egal. Daggerfall. Ja. Oh. You dream once of the moon. Gehen wir ein bisschen außerhalb. Spellbook. Und dann nochmal. Das und das. Ja. Wurden wir wieder mal zum Werwolf. Einfach ungefragt. Was sagt denn hier die Uhr? 7.16 Uhr. Die Frage ist, wie spät gingen die hier nochmal auf? Oh, wir können aber auch schon mal dann in den Läden schauen, ob die jetzt vielleicht auch Adamantium-Dinger da verkaufen. Das müsste schon sein, oder? War das das hier? Elf bis 23 Uhr, okay. Dann hier, Leute for a while. 4 Stunden. Das müsste reichen, ne? Geben wir die Quest hier ab. Lysera Griffith will be quite pleased. She has even offered to dedicate a fountain in your name. Haben wir jetzt erfüllt, oder? Ja. Ist erledigt. Dann gehen wir jetzt mal verkaufen. Hier im Süden. Beziehungsweise hier können wir auch mal kurz verkaufen. So, sell. I can access the inventory by... Warte mal. Ich bin wieder. Ich bin hier einfach wieder zum Werwolf geworden. Jetzt kann ich ihm doch was verkaufen, oder?
Ja, okay. Wie lange muss ich jetzt läutern? 12 Stunden können wir ja maximal läutern. Ah, jetzt geht's los mit den Geistern wieder. Wo sind die Geister? So. Resten kann ich jetzt nicht. Du bist jetzt aber nicht. Okay. Dann nochmal Leute vor Wild. 12 Stunden. Okay, wo? Da ist der Geist. Toll. Vengeance. Geist erledigt. Dann nochmal. Nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh, kommt schon. Wo seid ihr? Da. Komm. Okay, warte, dann gehen wir vielleicht mal lieber in eine Taverne. So. Wo ist denn der Tavernenbesitzer? Der müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein. Meistens in so einem offenen Raum. Hier bestimmt, ne? Da. Room? Eine Nacht, ja. Nice. So, Uhrzeit 19:54. Okay, dann Rest bis. Komm, erstmal das. So. Kann ich mich wieder entzaubern? Nee, kann ich immer noch nicht. Uhrzeit 22 Uhr. Dann nochmal Rest. Sagen wir mal 12. Hoppla. Nein, nicht das. Vorbei. 12. So. Kann ich mich jetzt entzaubern? Okay. Dann können wir jetzt hoffentlich alles verkaufen gehen. Wenn ich den Ausgang finde. Wo lagen jetzt die Toten? Die toten Geister? Da. Oh, hallo. So. Erstmal alles mitnehmen, dann haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Dann gehen wir hier mal rein. So. Ja, Iron ist nicht das, was ich suche. Sell. Erstmal hier alles. Aus dem Wagen. Das wird ordentlich Geld geben wieder. Und Süden. Diesen Weg Richtung. Nicht Bekleidung. Hier können wir noch mal gucken gehen. Die verkaufen wir zu oft hier die billigen Dinger, meiner Meinung nach.
Dem kann ich bestimmt noch was verkaufen, oder? Oh, mein Ring ist weg. Wahrscheinlich schon verbraucht. Okay. Das fand ich jetzt schade. Hier geht's rein, ne? So, und hier. So, was fehlt noch? Dem können wir doch noch bestimmt was verkaufen, oder? Wir haben doch Bücher gefunden, oder? Wir haben keine Bücher gefunden. Der müsste aber auch noch irgendwas haben für uns. Elven Graves brauchen wir jetzt nicht. Hm, hier bestimmt Buckler. Aber das ist plus 1 Armor, aber der hier gibt plus 4. Mithril Claymore. Den würde ich eher nicht nehmen wollen. Weil das zweihändig ist. Oh, warte mal. Muss ich wieder equippen. Die haben aber jetzt wieder was, was wir gebrauchen können. Also bessere Ausrüstung. So, dem können wir auch noch was verkaufen, oder? Auch nicht, ne? Schade. Dann müssen wir einmal kurz zum Pfandleiher hier gehen, oder was auch immer das war. Der irgendwo, genau da hinten. Dem können wir dann den ganzen Rest verkaufen. So. Das zum Beispiel. Jetzt müssen wir gleich aber wirklich mal zu den anderen Waffenläden mal gehen. Und schauen, ob die vielleicht für uns irgendwas aus Mithril haben. So. Wir gucken uns den da hinten auch mal an. Im Westen. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Laden ist, aber bestimmt hoffentlich irgendwas, was Waffen verkauft. Oder Rüstung. Das hier müsste sein. Pfandleiher, okay, aber bestimmt hat er nicht das, was ich suche. Ja, okay, dann noch mal ein bisschen Süden. Bücherei brauchen wir nicht. Da ist ja auch noch einer. Noch eine Bücherei. Und da vorne ist auch noch einer. Ich hoffe wirklich, dass das auch noch ein Waffenladen ist. Wo ist denn der Eingang? Gehen wir mal rein. Ach so, das ist so ein Laden.
Dann lassen wir das mal. An denen müssen wir noch vorbei. Warte mal, wie viel Geld haben wir jetzt gerade auf Tasche? Wir haben gerade auf Tasche 4932. Das heißt, wir müssen einmal vielleicht doch nochmal kurz in die Bank of Daggerfall. Nochmal die 30 Riesen mitnehmen hier. Withdraw. Oder komm, was sagen wir sogar? 50.000. You can't carry much, so much gold. Okay, dann 40.000. Dann doch 30. Was sagt mein Inventar jetzt? Ja, okay. Richtung da lang. Was ist denn das für ein Laden? Ah, ein General Store. So, bitte, hat er irgendwas aus Mithril? Hat er nicht. Ah, finde ich echt doof. Das können wir nicht. Kann ich eigentlich einen zweiten Wagen kaufen? Gibt es auch größere Wegen vielleicht? So, da vorne haben wir noch einen. Wandleier. Toll. Dann gehen wir mal dahin. Hier General Store. Oh, jetzt fängt das schon an. Alles klar. Mit den Rucklern. Silver Tanto brauchen wir nicht. Silver ist zu billig für das, was wir haben. So, da lang. War denn jetzt hier der Laden? Da. Das ist der. Genau, das ist der. Warum haben die hier nichts aus Mithril, Adamantium oder besser? Nach Norden. Hier, die beiden will ich auf jeden Fall. Ich hoffe, das sind... Okay, General Stores. Ja, naja. Wir bräuchten hier wirklich meine Stadt nur mit Schmieden. Was? Also Elvenrod Sword. Schlechter als das, was wir haben. Gehen wir halt dahin. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe. Das ist wichtiger als alles andere.
Okay, dann halt nicht. Norden, genau. Weil hier haben wir noch einen Shop gehabt. Ich habe ihn leider wieder vergessen gehabt, obwohl es gerade eben erst gewesen war, was das für ein Laden ist. Genau, nicht der. Den wollten wir nicht. So, dann müsste hier vorne gleich noch einer sein. Genau da, Vintage Smith. Ich hoffe, der hat was. Iron brauchen wir nicht. Und Iron Daikatana wieder. Kein Schaden, dass die nichts haben. Hm? Leider, leider. Okay, so viele gute Läden haben die jetzt auch nicht. Was ich jetzt irgendwie erhofft habe, erwartet habe. Aber was, wenn wir das, die Gilde auch noch weitermachen? Und dann vielleicht sogar noch den hier beitreten? Was wir dann auch noch für geile Ausrüstung kriegen können? Keine Ahnung, welche Gilde das hier jetzt sein soll, aber die dunkle Bruderschaft, ich weiß jetzt nicht, ob wir da auch überhaupt noch irgendwas kriegen und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir hier auch eine Diebesgilde haben, wo wir beitreten können. Ich gehe hier trotzdem nochmal rein. So, Elven Graves brauchen wir nicht, weil wir gerade Graves da haben. Was haben wir hier? Ach so, hat sich nichts gebessert. Es ist immer noch dasselbe, was wir hier haben. Aber den Mithril Claimer will ich ja nicht. Ja, dann machen wir vielleicht noch eine Quest für die Drachengarde. Und dann schauen wir nochmal uns die ganzen Läden an. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao!